Michael Saylor kann vermutlich Geschichte als einer der größten Geschäftsmänner unserer Zeiten schreiben, denn MicroStrategy wird voraussichtlich in den S&P 500 aufgenommen und somit wird Bitcoin Teil fast jeden Portfolios, ohne dass die Leute es überhaupt wissen. Das ist ultra bullish. Für Michael Saylor ist das quasi ein Freifahrtschein, um unendlich viel Reichtum zu generieren, ein Infinite Money Glitch, absolut Next Level. Er hat unser Finanzsystem komplett durchgespielt. Nein, das Ganze ist kein Clickbait, es ist aber ultra bullish für den Bitcoin-Preis. Und wir schauen uns heute den Feedback Loop an, wie Michael Saylor unendlichen Reichtum erlangen kann. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Hi Leute, ich bin der Marc und ich begrüße euch hier zurück auf dem Bitcoin Hotel YouTube Channel. Bevor wir voll mit dem Video starten, habe ich erstmal ein paar Fragen an euch. Wenn MicroStrategy bald in den S&P 500 aufgenommen wird, bedeutet das dann, dass Millionen Menschen unwissend in Bitcoin investieren? Wenn mehr Menschen in Bitcoin investieren, heißt es dann, dass der Bitcoin-Preis steigt? Wenn der Bitcoin-Preis steigt, heißt es dann, dass die Marktkapitalisierung von MicroStrategy auch steigt? Wenn die Marktkapitalisierung von MicroStrategy ansteigt, heißt das, dass MicroStrategy nun auch einen größeren Anteil am S&P 500 hat? Und wenn MicroStrategy einen größeren Anteil am S&P 500 hat, bedeutet es dann, dass noch mehr Menschen ohne ihres Wissens in Bitcoin investieren? Habe ich hier einen Denkfehler oder hat Michael Saylor und MicroStrategy hier tatsächlich einen Infinite Money Glitch kreiert, einen Weg, um unendlich reicher zu werden? Natürlich immer vorausgesetzt, dass der Bitcoin-Preis immer weiter ansteigt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin das härteste Asset ist und langfristig steigen wird, dann hat Michael Saylor hier wirklich eine Art Gelddruckpresse erstellt, wie er seine MicroStrategy-Bestände immer weiter hochhebeln kann. Und es ist wirklich was sehr, sehr Großes, wenn jetzt hier MicroStrategy in den S&P 500 aufgenommen werden sollte. MicroStrategy seems likely to be inevitably included in the S&P 500. When that day comes, the Bitcoin standard will begin leaking into virtually every person's portfolio. This includes your traditional 401k, your pension fund, and every 60-40 portfolio. Und das ist wirklich krass. Viele Leute denken, ja, der Bitcoin-Standard, der kommt dann in die Welt, wenn alle Leute proaktiv Bitcoin kaufen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich über so Vehikel wie MicroStrategy am S&P 500 die Leute dazu bringen, dass sie in Bitcoin investieren, ohne dass sie es überhaupt wissen, weil einfach Bitcoin Teil des S&P 500 ist, natürlich über den Umweg MicroStrategy, dann ist es natürlich ultra bullish. Auf einmal in 401ks in Amerika werden alle Leute Bitcoin besitzen. Alle 401ks in Amerika werden Bitcoin-Halter sein. Jedes 60-40 Portfolio weltweit wird eine Bitcoin-Allokation haben. Alle Vermögensverwalter oder institutionelle Investoren, die einen Anteil am S&P 500 haben, werden Bitcoin-Holder sein. Kleinanleger sowie Großanleger werden alle Bitcoin-Besitzer sein, ohne dass sie überhaupt wissen, dass sie Bitcoin-Besitzer sind. MicroStrategy will qualify for inclusion in the S&P 500 once their market cap surpasses about 14.5 billion. And it must remain profitable in its most recent quarter of earnings, along with profitability in the sum of its trailing four quarters. Und hier sind die Bedingungen, damit MicroStrategy im S&P 500 aufgenommen wird. Es muss profitabel sein und gleichzeitig muss es die 14,5 Milliarden an Marktkapitalisierung überschreiten. Und da ist MicroStrategy kurz davor, sie sind profitabel. Auf der anderen Seite haben sie eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar. Das sind also noch 2,5 Milliarden US-Dollar, die fehlen, bis MicroStrategy potenziell in den S&P 500 aufgenommen werden kann. Und das kann jetzt natürlich auf zwei Wege passieren. Auf der einen Seite kann natürlich MicroStrategy ihre Umsätze erhöhen. Auf der anderen Seite reicht es aber einfach auch, dass der Bitcoin-Preis weiter steigt, weil sie haben ja Bitcoin-Bestände. Und wenn der Bitcoin-Preis steigt, werden die Bitcoin-Bestände tendenziell mehr wert. Das heißt, auch die Marktkapitalisierung von MicroStrategy steigt. Das heißt, das kann ja vielleicht noch ein halbes Jahr, das kann noch ein Jahr sein. Aber definitiv wird in der nächsten Zeit MicroStrategy früher oder später die 14,5 Milliarden Marktkapitalisierung überschreiten und wird dann Teil des S&P 500 werden. Zumindest sieht alles so aus. Es gibt zum Beispiel auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Coinbase, die eine höhere Marktkapitalisierung als 14,5 Milliarden US-Dollar haben, aber die trotzdem nicht im S&P 500 sind. Das liegt einfach daran, da zum Beispiel Coinbase nicht profitabel ist. Auf der anderen Seite, Tesla zum Beispiel, hat eine höhere Marktkapitalisierung, ist aber auch profitabel. Deshalb sind sie Teil des S&P 500.
Ich finde das so lustig. Es gibt ja auch ganz viele Finanzinfluencer, die den Leuten raten, sie sollen sich irgendwelche ETFs kaufen, damit sie dann am Ende inflationsbereinigt irgendwie 2-3% Gains machen. Selbst solche Leute, die einfach eine klassische ETF-Strategie fahren, die in den S&P 500 investieren, werden auch Bitcoin-Halter demnächst sein. Natürlich haben die Leute dann nicht die Vorteile, wenn du die Bitcoin auch in Self-Custody hältst. Deshalb empfehle ich natürlich auch immer, die Bitcoin selber zu verwalten und nicht irgendwie passiv über S&P 500, MicroStrategy oder auch die Bitcoin-ETFs, die Spot-ETFs in Bitcoin zu investieren. Aber für den Preis ist es natürlich trotzdem bullish, wenn Leute passiv in Bitcoin investieren. This inclusion could create a very positive dynamic feedback loop, as the market automatically would begin sucking the monetary premium out of passive index funds and into Bitcoin, the world's best money, where it truly belongs. Und das ist richtig, richtig krass, die Aussage, wie durch einen Feedback Loop, der so entsteht, das monetäre Premium aus passiv gemanagten Index Funds so in Bitcoin abgezogen wird. Viele Leute haben das immer belächelt, wenn man gesagt hat, ja, Bitcoin wird andere Assetklassen demonetarisieren, wird den monetären Premium aus den anderen Assetklassen rausziehen. Hier sehen wir jetzt wirklich das Beispiel, wie Bitcoin das monetäre Premium aus passiv gemanagten Fonds entziehen kann. Das ganze Kapital dann natürlich indirekt zu Bitcoin fließt. Und wir werden später noch darauf eingehen, wie sich dann auch die Bitcoin-Bestände bei MicroStrategy durch den Feedback-Loop immer weiter erhöhen werden. Das heißt, hier findet eine passive Umschichtung von Indexfonds in Bitcoin statt. Und er unterstreicht hier auch nochmal, dass Bitcoin das beste Geld der Welt ist. Und genau hier gehört die Allokation hin. Der monetäre Premium, der rausgesaugt wird, der gehört in Bitcoin und nicht in irgendwelche komischen Assetklassen, die dir nachher inflationsbereinigt 1% Rendite bringen oder mit denen du sogar inflationsbereinigt noch Verluste machst. Und wir schauen uns jetzt den Feedback Loop genau an, wie Michael Saylor hier den Infinite Money Glitch kreiert hat. Also erstens haben wir passive Inflows in Indexfunds, wie zum Beispiel den SPY, der den S&P 500 trackt. So sparen Leute schon seit Jahrzehnten ihr Geld, investieren so und vorsorgen so für ihre Rente. Zumindest in Amerika. In Deutschland machen das dann die Leute vielleicht noch über den MSCI World oder sonstige Sachen. Aber in Amerika ist natürlich der S&P 500, der SPY-Index, ist natürlich schon sehr, sehr bekannt und sehr beliebt. Und dann haben wir den zweiten Part von dem Feedback-Loop. Das heißt, wenn jetzt passives Geld reinfließt in so einen Index, dann bekommt natürlich auch MicroStrategy dann Anteil davon, weil sie Teil vom S&P 500 sind. Und wenn mehr Leute in den S&P 500 investieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Marktkapitalisierung von MicroStrategy weiter ansteigt. Die Funds sind dazu verpflichtet, wenn Geld hier reinfließt, MicroStrategy zum aktuellen Preis zu kaufen, um die festgeschriebene prozentuale Allokation sicherzustellen. Das heißt, desto höher die Marktkapitalisierung, desto höher die Allokation in dem S&P 500. Und dann haben wir den dritten Schritt. MicroStrategy kauft mehr Bitcoin, weil sie haben natürlich jetzt eine höhere Marktkapitalisierung, sie haben mehr Kapital. Also was machen sie? Sie werden ihre Aktien diluten, das heißt verwässern. Sie werden neue Shares auf den Markt bringen und mit den verwässerten Aktienanteilen können sie jetzt neue Bitcoin kaufen. Das haben sie auch schon in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, eigentlich ist das ja was Schlechtes, wenn Unternehmen die Aktienanteile verwässern, weil dann hast du auf einmal einen kleineren Anteil von dem Unternehmen, wenn so eine Verwässerung stattfindet. Und bei MicroStrategy ist es aber so, sie verwässern die Aktien, um davon Bitcoin zu kaufen. Das heißt, der Bitcoin-Anteil, der wird höher bei dir. Das heißt, wenn du MicroStrategy-Investor bist, wenn die Aktien verwässert werden, hast du natürlich einen kleineren Anteil am Unternehmen. Aber den Anteil, den du am Unternehmen hast, in Bitcoin bemessen, ist größer. Und das ist eine sehr, sehr geniale Strategie, die man sonst bei keinem anderen Unternehmen so sieht. Weil deshalb kaufen auch viele Investoren MicroStrategy. Sie kaufen nicht MicroStrategy, um den größten Aktienanteil zu haben, sondern sie kaufen MicroStrategy, um indirekt mehr Bitcoin zu akkumulieren. Und desto mehr natürlich MicroStrategy neue Shares ausgibt, um davon Bitcoin zu kaufen, desto größer der Bitcoin-Anteil. Gleichzeitig natürlich ein kleinerer Unternehmensanteil. Aber das ist natürlich den Investoren erstmal egal, weil sie Bitcoin als krasseres Investment sehen wie MicroStrategy. Und MicroStrategy hier nur das Vehikel ist, um gehebelt an mehr Bitcoin zu kommen. Und dann haben wir den vierten Schritt. Die Marktkapitalisierung von MicroStrategy wird weiter ansteigen, solange Bitcoin weiter steigt. Da Bitcoin das beste Geld der Welt ist, wird es früher oder später höchstwahrscheinlich passieren. Das bedeutet, MicroStrategy hat eine höhere Marktkapitalisierung, kauft sich mehr Bitcoin davon, der Bitcoin-Preis steigt. Also steigt nun auch die Marktkapitalisierung von MicroStrategy weiter. Und dann haben wir den fünften Part. Wenn natürlich die Marktkapitalisierung von MicroStrategy nun steigt,
bedeutet es automatisch, dass MicroStrategy prozentual gesehen vom S&P 500 einen größeren Anteil bekommt. Und desto größer der Anteil, desto größer werden die passiven Inflows, die vom S&P 500 in MicroStrategy fließen. Und das würde natürlich wieder dazu führen, dass der Aktienpreis von MicroStrategy weiter steigt. Und dann haben wir den sechsten Schritt, dass sich der ganze Feedback Loop immer wiederholen kann. Das heißt, mehr passives Kapital über Indexfonds, das in MicroStrategy fließt, führt dazu, dass die MicroStrategy-Aktie am Preis steigt. Das führt wieder dazu, dass MicroStrategy sich mehr Bitcoin kaufen kann. Wenn der Bitcoin-Preis weiter steigt, dann steigt natürlich auch die Marktkapitalisierung von MicroStrategy. Das bedeutet, dass noch mehr passive Inflows in Bitcoin reinfließen. Und so haben wir den ganzen Feedback-Loop und der kann sich die ganze Zeit wiederholen. Zusätzlich kann natürlich MicroStrategy auch noch Fremdkapital zu sehr niedrigen Zinsen aufnehmen, kann so das ganze Spiel natürlich noch mehr hebeln, hat so natürlich wirklich das ganze System outgesmartet, das ganze System wirklich durchgespielt. MSTR being added to the S&P 500, if their market cap continues increasing, reveals the end game very clearly. Bitcoin is going to become a part of virtually everyone's portfolio, whether they know it or not. Ob ihr es wollt oder nicht, aber Bitcoin wird vermutlich demnächst Part von jedem Portfolio oder nicht von jedem Portfolio, aber Part von sehr, sehr vielen Portfolios werden. Es ist nicht aufzuhalten. Es ist hier wirklich das Endgame, wie er hier sagt. Michael Saylor verbindet hier wirklich das Fiat-System, die Vorteile vom Fiat-System. Er hat das Fiat-System verstanden, verbindet es mit Bitcoin und macht daraus die ultimative Mischung, wie er immer mehr hebeln kann, wie er das ganze Spiel immer noch auf das nächste Level treiben kann. Und jetzt führt es sogar dazu, dass Omas und Opas, die vielleicht gar keinen Bock auf Bitcoin haben, trotzdem Teil von Bitcoin sind, weil sie einfach indirekt in Bitcoin investiert sind über Indexfonds. Und ich habe jetzt im Internet mal Zahlen gesucht, wie viele passive Inflows denn MicroStrategy erwarten kann, wenn sie Teil vom S&P 500 sind und was es dann natürlich auch für Bitcoin bedeutet. Ich habe hier Zahlen gefunden und zwar ist es eine Hochrechnung. Wenn MicroStrategy eine Marktkapitalisierung von 41 Milliarden erreichen wird, was natürlich noch etwas entfernt ist, das wäre noch eine mehr als Verdreifachung, aber dann hätte MicroStrategy 1% des S&P 500 und wenn sie 1% des S&P 500 haben, dann bedeutet das jährliche passive Inflows von 12 Milliarden US-Dollar. Das sind viermal so viel wie die aktuellen Bitcoin-ETF-Inflows. Das ist also eine richtig ordentliche Zahl. Das ist natürlich hier noch eine etwas zu hoch gerechnete Zahl. Also das fängt ja nicht damit an, dass MicroStrategy gleich 1% vom S&P 500 hat, sondern es fängt ja damit an, dass MicroStrategy mal irgendwie 0,1% oder 0,2% vom S&P 500 hat. Aber nur mal, um die Größenordnung so etwas einordnen zu können. Zusätzlich weiß ich natürlich auch nicht 100%, ob die Zahlen hier stimmen. Es kann auch sein, die sind etwas zu hoch oder niedrig. Aber egal, wie jetzt die Zahlen ganz genau sind, auf jeden Fall ist die Geschichte sehr, sehr bullish für Bitcoin. Was noch wichtig zu erwähnen ist, das ist jetzt nichts, was in den nächsten 2-3 Wochen passieren wird. Das wird vielleicht bis in einem Jahr passieren oder in einem halben Jahr. Ich kann das schwer einschätzen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange es brauchen wird. Von dem Moment, von dem MicroStrategy die Kriterien, um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, von dem Moment, wo MicroStrategy die Kriterien erfüllt, bis zu dem Moment, wo MicroStrategy dann auch gelistet ist im S&P 500, wie groß hier der Spread sein wird, also wie lange das braucht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ihr da nähere Informationen dazu habt. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. Langfristig wird das Ganze natürlich sehr, sehr spannend sein zu beobachten. Und so kann natürlich MicroStrategy tendenziell auch unendlich weiter steigen, wenn natürlich auch der Bitcoin-Preis weiter steigt. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, alles, was wir jetzt hier berechnet haben oder alles, was wir hier besprochen haben, ist immer unter der Annahme, dass der Bitcoin-Preis weiter steigt. Aber Michael Saylor ist sich da sehr, sehr sicher, sonst würde er nicht so aggressiv seine ganze Bitcoin-Strategie fahren. Ich bin jetzt mega gespannt auf euer Feedback. Seht ihr das genauso bullisch wie ich? Ist das wirklich was Krasses, was hier momentan passiert? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns demnächst. Peace out.